Mahlzeit, Freunde der leichten Unterhaltung und herzlich willkommen zurück zu OMSI 2. Wie in dem kurzen Ankündigungs- oder Willkommen zurück Video gesagt, keine Ahnung, wie oft hier Folgen kommen. Und wie ich der Meinung bin, ich fahre jetzt 10 Folgen lang nur in Ruhe durch die Gegend, dann tue ich das. Ja, aber wie dem auch sei, wir stehen auf dem Betriebshof in Ruhrau. Rücken jetzt gleich zum ZOB aus und werden mal eine Runde auf der 178 drehen. Habe ich mir so überlegt. Na komm. Danke. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie das hier ging. Start. So. Liniekurs machen wir noch nicht. Ich würde gerne. Nee, stopp. So, Funktion. Ich würde gerne Funktion. Nee. Ja, das stimmt schon so, aber meinetwegen, aber erreicht haben wir so noch nicht. Steht ja jetzt draußen wenigstens Betriebsfahrt drauf oder sowas in der Art. Ja, da steht genau gar nichts drauf. Darf ich dann ein. Nee. So dunkel. Ja, vielleicht. Null. Ich hab doch einen Fahrplan aktiv, oder? Ja. Dann, hier, ich, überstimmen mal den Drucker, wenn das geht. Es geht. Sehr schön. Hallo. Danke. Wunderbar. Hallo, Bremsen. Sehr schön. Ich muss darüber. Stopp, 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 stopp,
Stopp! Anhalten! Rote Ampel. Wie haben wir es vermisst? Nicht. Niemand mag rote Ampeln. Doch mal grün. Anzeige machen wir mal weg. Muss ich mir überlegen, was nun der schnellste Weg war. Ha, ich weiß das alles gar nicht mehr. Zisch. Ach so. Heizung soll ich mal anmachen, ne? Hallo, danke. Muss ich gleich mal noch gucken. Haft diese Heizung. Kommt uns denn da Schönes entgegen? Ein New Line City. Hier ist eine Haltestelle. Ich guck mal nach der Heizung. So, wie ging das denn nochmal? Der Knopf. Ich glaube, ne? Ich hoff's. Texturen? Bitte? Bitte? Danke. Ups. Gucken wir mal, ob sich an der Temperatur was ändert. Die Außentemperatur. Weiß ich gerade gar nicht. Außentemperatur ist. Muss ich erst mal gucken, wo stand denn das? Ja. Tankinhalt. Draußen 10 Grad. Okay.
Aber ich will ja wissen, ob sich die Innenraumtemperatur. Ah ja, die ändert sich. Gut. Ich habe den richtigen Knopf gedrückt. Das wollte ich doch nur wissen. Da. Nee. 20. Dann, warte mal, 7, 8, 9. 9, 8, 7. Muss ich gleich im Innenraum mal gucken. Machen wir, wenn wir an der Endhaltestelle angekommen sind. Überlegt, können wir mal auf Automatik stellen. Raus. Haha. Ist eigentlich, apropos raus, ist draußen das Licht an. Ja. Aber steht auf Automatik. Das ist mies. Fährt er da rum? Natürlich nicht. Jetzt fährt er. Sehr schön. Braucht noch ein bisschen mehr Platz. So leid, wie mir das tut, aber ich brauche den Platz halt. Danke. Jetzt nicht nachdenken, nicht beim Bremsen. Bitte.
Oh. Oh Mann, oh. Warum geht denn hier vorne immer dieses Haltestellenlicht an? Null, Automatik 1. Null. Soll halt nur angehen, wenn die Türen aufgehen. Vorne müsste das Schauspielhaus sein, nicht? Ich glaube ja. Meine, hier müsste ich abbiegen. Ja, guck, so, Lampe ist ausgeblieben. Ich aber gleich auch mal gucken, auf welcher Taste das liegt. Nicht, dass ich eine falsche Taste gedrückt habe. Das müsste doch eigentlich 0 sein, oder nicht? Ja, wir haben gleich an der Endhaltestelle genug Zeit. Seid ihr denn alle gut ins neue Jahr gekommen? Hoffe ich doch mal. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr an Silvester gemacht habt. Ich habe nichts Besonderes gemacht. Warte mal, es ist... In welchem Steig muss ich anhalten? 5. Wie war das nochmal? Von vorne? 1, 2, 3, 4, 5. Meine, so war's. Hui. Einmal eine Runde. Genau, das müsste 1 sein. Dann müsste das hier 2 sein. Oder? Ich benutze jetzt nochmal meine Zoom-Augen. Oder auch nicht. Ich nutze mal nicht meine Zoom-Augen, sondern ich laufe mal kurz. 2, 3, 4. Ich habe gesagt, das müsste 5 sein. Ist dem so? Dem ist so. Da habe ich es richtig. Ups. So, jetzt gucken wir mal kurz, welche Taste hier was ist. Wenn ich nicht alles täusche, müsste das Kassenbeleuchtung sein. Richtig. Dann ist 9 ist gar nichts. 8.
Tee. Moment. Okay, das ist Türbeleuchtung. Ich verstehe. Kassenlicht, Automatik oder an. Aha. Im hinteren Bereich ändert sich da nichts, ne? Okay. Warte mal, 8. Das heißt, dass hier vorne das auf Automatik ist. Oder was? Oder wie? Oder wer? Es soll ja nicht jedes Mal angehen, wenn ich Dings mache. Das ist meine Kassenbeleuchtung hier vorne. So viel hab ich schon mal verstanden. Das ist Innenraumbeleuchtung. Das ist auf Automatik, aber warum geht denn das hier vorne damit an? Das finde ich doof. Das ganz aus. Ich würde das gerne so haben. Hopp. Das ist meine Beleuchtung hier vorne. Würde ich gerne aus haben. Das aus, das Automatik, das an. Okay. Ich sag mal, erreicht. Ja, hallo, ich würde sie gerne entfernen. Ich darf nicht, ich komme nicht dran. Hallo? Ich hab's kaputt gemacht. Oh no. Ich hab's kaputt gemacht. Ach verdammt. Wie kann ich den Drucker resetten? Vermutlich gar nicht und jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ach Mann. Ja gut, dann starten wir einmal kurz neu.
Und da sind wir auch schon wieder zurück. Dankeschön. Hab schon mal angefangen, die Fahrgäste einzuladen. Hab den Bus neu spawnen müssen. Das mit der blinkenden Uhrzeit hatten wir davor schon, ne? Wie war das nochmal? Elverlicht. Und Shift Elverlicht aus. Ja, dann kann ich ihm auch nicht helfen. Ah, so hatte ich das eigentlich richtig. Okay. Jetzt blinkt die Zeit nicht mehr. Jetzt wieder. Jetzt nicht mehr, jetzt wieder. Schräg. Warum blinkt das denn? Achso, 30 Frames. Naja. Könnte ich die einmal manuell vorstellen? Ja, ne? Genau. So. Dann stellen wir die Uhr vor. Wie viel? 4 Minuten? Hier mal auf 30. Außentemperatur immer noch 10 Grad. Gut, dann. Machen wir uns vom Acker. Nächste Haltestelle, Schauspielhaus. Ahaha. Ah, hat er gedacht, er kennt die Linie noch? Nee, kennt er nicht mehr. Verdammt. Ist aber gar kein Problem, drehen wir eine Ehrenrunde. Entschuldigung. Dann fahren wir zum Schauspielhaus. Das ist auch gar kein Problem. Hallo. Guten Tag. Ich brauche nur eine Kurzstrecke. Nur eine Kurzstrecke. Bitte schön. Danke sehr. Guten Tag. Hallo.
Nächste Haltestelle, am Weiher. Au Weiher. Sagt die Betriebstemperatur, sehe ich gerade nicht. Weil ich es kann. No, follow me. Es ist jetzt aber langsam mal warm genug sein. Scheinbar nicht. Die Zufahrt. Nachdenken. Aus Licht außen ist angegangen. Schön zu wissen, dass die Automatik auch funktioniert. Hallo, hallo. Guten Tag. Das war gelb. Nächste Haltestelle, Johannes Rau Platz. Ah, der Haltewunsch. Was Verspätung hier im Minus hat, das fuchst mich. War das früher in den Folgen auch so, dass ein Minus war? Bei der Verspätung. Was ist noch einer von euch? Ich frag für einen Freund. Könnte ja sein, dass ihr das wisst. Ich weiß es gerade nicht mehr. Guter Mann, Gott, vorne in der ersten Reihe. Sind Sie betrunken? Können Sie sich nicht mal ein bisschen Mühe geben?
Hallo? Junger Mann, so wie Sie fahren, da wird mir ganz schlecht. Konzentrieren Sie sich doch mal, das kann ja wohl gar nicht angehen. Ja, ja. Und hält ja auch vor mir genau vor meiner Nase. So. Sehe ich da Dinge, die ich nicht sehen möchte, oder soll das so dunkel sein? Nee, es soll nicht so dunkel sein. Ach Mensch, gehen wir einmal kurz in die Optionen. Hier, weiß ich nicht, was stellen wir da mal ein? 2000. Ich glaube, das können wir machen. Guten Tag. Guten Tag. Hallöle. Na, da kommt mir mal ein Schlange gern Ei, gell? Wie immer. Genau. Immerhin Call VDL, der beim Josch rumgerückt. Ja, halte Wunsch. Guten Tag, guten Tag. Tag. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Einmal Kurzstrecke, bitte. Danke. Bitte. Ein Ticket. Jo, danke Ihnen. Oh. Upsi. Nächste Haltestelle, Westring. Kennt sich ja immer noch so ein bisschen aus. Weiß, wo es lang geht. So ein bisschen zumindest. Ich glaube, normale Fahrkarte reicht mir heute. Dankeschön. Ja, ja, ich fahre zum Bahnhof. Aber ich fahre den direkten Weg.
Stadt. Ich hab gerade keinen Bock mehr. Scheinbar. Ach doch, jetzt. Wow. Oh ja, böse. Ein Schub. Spät bin ich, das hätte ja noch an Grenzen. Das geht ja sogar noch. So, welcher Steig? Danke. Danke für nichts. Hier nicht. Ups. Hier nicht. Ja, nicht. Nächste Haltestelle, Hochfeldstraße. Nee, das überlegst du dir gleich nochmal. Hier halten nur die Schnellbusse, gehe ich in der Annahme. So wie ich das richtig im Kopf habe. Ja. Lass mich ranzoomen. Ja, hier halten nur die Schnellbusse, dann muss ich da vorne anhalten. Jawohl. Guten Tag. Tag. Na. Hochfeldstraße, da muss ich da lang. Ha, dich hätte ich fast übersehen. Oh oh. Das ist schlecht. Nächste Haltestelle, Hochfeldstraße. Steht eigentlich draußen auf 178.
Bimbach Friedensplatz. So, wenn der mit seinem Benz jetzt vor mir mal wegfährt, kann ich auch ein Thumbnail machen. Genau, so. Ist nicht schön, aber selten. Alle Texturen laden nach. Bitte. Danke. Guck mal. Noch ein Kollege. Das war noch gelb, habt ihr alle gesehen. Gott sei Dank war es auch wirklich noch gelb. Hallo. Guten Tag. Ein Ticket, bitte. Danke. Bitte. Mann, ey, lass mich doch mal raus. Erste Mal erbarmt. Nächste Haltestelle am Wasserturm. Das Abbiegelicht, ja. Ich erinnere mich. Hallo? Würdest du die Ampel jetzt doch noch erwischen? Ach man. Ja, bitteschön. Hallo. Guten
Guten Tag. Guten Tag. Nächste Haltestelle. Postverteilungszentrum. So. Hatte mir das mit dem Niedling belegt, ne? Ich weiß nur nicht mehr, auf welche Taste. Y? Keine Ahnung. Irgendeine Taste hatte ich es mir belegt. I don't know. Nächste Haltestelle, Marktzentrum Eichenberg. Wenn ich es brauche, drücke ich auf die Taste. Ich bin der Meinung, ich hätte mir die Türflügelsperre auch mal belegt. Oh, ist gut. Das mit der Textur an der hinteren Tür, das Problem hatten wir auch schon länger, ne? Ich erinnere mich. Nächste Haltestelle, Heidhausen, Bahnhof. Übergang zum Nah- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn. Wahrscheinlich ist es schon längst irgendwo gefixt worden und in meinem etwas älteren Stand ist es noch nicht drin. Egal.
Sie sehen ja, ich bin ein Kind, also könnt ihr bitte. Dankeschön. Bitte. Nächste Haltestelle, Fischerstraße. Ab zur Fischerstraße. So. Grün? Ja, nein, vielleicht. Guten Tag. Guten Tag. Ne, das mit dem Leuchtmelder und mit dem Minus, da muss ich mir nochmal angucken. Nächste Haltestelle, Heidhauser Platz. Muss ich vielleicht mal in dem Vanillabus mal nachgucken, woran das liegt. Ja. Oder vielleicht ist das auch schon längst gefixt. Oder keine Ahnung. Ich weiß es ja nicht. Muss ich mal im Changelog gucken. Hallo. Mahlzeit. Hallo. Moin. Ich finde es jedenfalls nervig. So viel kann ich sagen. Nächste Haltestelle, Grenze Heidhausen. Das ist doch geblinkt. Lassen Sie mich hier raus. Genau hier. Hier fahre ich nicht. Hat geblinkt. Glaube ich. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wenn du das sagst, Volker. Alles gut.
Oh, wir sind ja gleich schon da. Ich erinnere mich wieder an die Endhaltestelle. Ich weiß wieder, wo es gewesen ist. Bei uns vorne eigentlich auch eine andere? Nee. Bei uns ist überall die gleiche von. KI hat eine andere. Obwohl es das gleiche Fahrzeug ist. No. Danke. Die gute alte Laune. Ja. So, sind wir angekommen. Hat auch schon umgeschildert. Sehr schön. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.